Ja, wir sind in der Bergfestung und können nicht uns und können nicht den Fokus holen, weil wir nicht genug Mana haben. Also müssen wir uns Mana besorgen, besser gesagt, wir müssen es von einem Magier lernen, unser Mana besser einzusetzen oder mehr Mana in unserem Körper zu festigen. Und deswegen wird sich unser Held ins alte Lager zurückbegeben und sich das Mana holen, um endlich den Fokus der Bergfestung zu holen. Doch das seht ihr nach dem Intro. Was geht ab, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Gothic. Ja, wir sind wieder ein Mitglied des neuen Lagers. Wir sind wieder Söldner der Wassermagier. Und Lester hat unserem Helden Telekinese-Schriftrollen gegeben. Doch er kann sie leider nicht benutzen, da er, ja, nicht genug Mana dafür hat. Er kann es auch gerne nochmal versuchen. Nein, es fehlen ihm ein bisschen Mana-Reserven und diese will er sich natürlich jetzt besorgen. Er macht sich auf den Weg zu einem der nächsten Lager, wo er dieses lernen kann. Und das kann man eigentlich ja nur bei Magiern lernen. Als Templer könnte er es von Kor'Anga lernen, aber er geht zurück ins alte Lager, um es von einem Magier beigebracht bekommen zu können. Deswegen macht er sich natürlich sofort auf den Weg zurück ins alte Lager. Und dabei ist der Wasserfall natürlich immer sehr laut. Da muss ich natürlich immer ein bisschen mehr lauter reden, weil leider ist das ja so, dass man bei Gothic, ich kann das ja euch mal zeigen. Ich weiß, dass es immer laut ist, ne? Aber tut mir leid. Damit Effekt und Sprache ist in einem Punkt. Und wenn ich das leiser mache, dann habe ich irgendwann keine Sprache mehr. Aber ich könnte das ein bisschen leiser machen. Das ist aber trotzdem immer noch extrem laut. Mal gucken. Weil die Wasserfälle und so alles extrem laut ist. Ich habe die Sprache jetzt etwas runtergesetzt, weil die Effekte auch extrem laut sind. Gut, könnte ich auch wieder hoch machen, weil es hat ja sonst niemanden weiterhin gestört, ne? Und ja, da muss man. Eigentlich hat er das jetzt angenommen? Ja, hat er. So. Weil es ist ja auch extrem laut, wenn man da so wie an einem Wasserfall vorbeiläuft. Die sind extrem laut. Muss ich ja echt mal sagen. So, unser Held ist natürlich den kleinen Weg lang gegangen, wo er den er entdeckt hatte, als er die Bluthunde erledigt hatte. Doch dahinter war ein großes Rudel von Varanen. Die natürlich jetzt mit Freude angreift, weil sie denken, es ist eine leichte Beute für ihn. Doch der Held konnte sich wehren und nahm von allen Waran die Krallen mit und hatte damit auch schon wieder ordentlich Trophäen gesammelt. Und wie wir es wissen, ist hier ein Varan natürlich im Boden, der uns aber gleich entgegenspringt, wenn wir zurückkommen. Und unser Held geht dann nach der, nein, nicht nach der, er hat sie ja nicht gejagt, nach dem Kampf gegen das Rudel der Varane geschwind auf dem Weg zum alten Lager, um dort mit den Magiern zu reden, damit er seinen Mana-Haushalt erhöhen kann,
Und ja, er beeilte sich ein etwas deswegen, so dass er ein bisschen von Akrobatik Nutzen hatte und sich in großen Sprüngen dem Lager nähert. Und das mit sehr großen Sprüngen. Und natürlich, wenn wir ins alte Lager gehen, muss das Spiel natürlich wieder etwas, ja, Nerven lecken. Weil es einfach, dieses Lager ist einfach das größte Lager überhaupt und das ist alles so eng aufeinander gepackt, dass das Spiel, es ist von 2001, komm, da darf das doch mal ein bisschen nachladen, ne? Auch wenn man schon einen tollen PC hat und alles hochgemontet hat und eigentlich das Friede, Freude, Eierkuchen laufen müsste, tut es ja auch. Aber hier ist es wirklich mit dem DirectX 11 Mod ziemlich eng und auch die Texturen sind extrem gut geworden dadurch. So, unser Held ist natürlich jetzt im alten Lager angekommen und geht direkt zu den Magiern, um dort magische Kraft zu erlangen. Also früher wäre das. Und ja. Ich grüße dich, Magier. Innos wache über dich. Ich handle mit magischem Wissen und kann dir zeigen, wie du deine magische Energie steigerst. Ja. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich kann dir helfen, deine Kraft zu steigern. Wie du sie nutzt, liegt nur an dir. Genau. So, nachdem die magische Kraft unseres Helden erhöht wurde, musste er natürlich sein Mana im Körper halt auffüllen mit einer Steinwurzel und dann ging er auch schon wieder zurück, um sich den Fokus der Bergfestung zu besorgen, den er natürlich jetzt schnellstmöglich haben will. Denn er hatte schon viel zu viel Zeit verplempert und will am liebsten sofort den Fokus in seinen Händen halten und sofort den nächsten holen. Denn diese Reise zurück zum alten Lager und jetzt wieder dorthin ist natürlich sehr zeitraubend. Und er empfindet es als unlogisch, sondern hier als sehr unpassend, dass er hier nochmal hinlaufen musste, um sich, weil die um seine magische Kraft zu steigern. Denn er hätte den Fokus ja schon längst haben können. Doch leider ging es nicht so, wie er es haben wollte. Deswegen musste er leider diesen großen Umweg machen. Und ja, aber jetzt beeilte er sich natürlich wieder, um schleunigst den Fokus der Bergfestung zu erhalten. Denn je schneller er diese hat, desto schneller konnte die Barriere gesprengt werden. Doch irgendwie hatte er noch nicht das Vertrauen zu dem Magiern, dass das wirklich so passieren wird. Er erledigte noch den letzten Varan, der aus dem Boden gekommen ist, und nahm seine Zähne mit, machte sich dann sofort auf den Weg Richtung Bergfestung zurück. Er hatte ja hier alles erledigt. Also keine Tiere mehr, die ihm im Weg standen, oder Steingolems, die auf der Brücke hier lungerten. Nein, er konnte so schön gemütlich hier langlaufen, ohne große Kämpfe zu haben. Oder Kämpfe gegen Feinde, die ihn einfach mal mit 3 Schlägen umhauen können. Jetzt
wo unser Held wieder bei der Bergfestung ist, macht er sich schleunigst, sehr schleunigst, auf dem Weg wieder nach oben in den ersten Stock, um sich den Fokus von der Plattform zu holen. Er stieg die Leiter hinauf, um dort oben einen perfekten Blick auf den Fokus zu haben und sich konzentrieren zu können. Er nahm die Telekinese-Spruchrolle in die Hand und wollte gleich seinen Zauber sprechen. Er hatte den Fokus von der Plattform runtergeholt und nun ging er wieder hinunter, um sich diesen zu nehmen und in seinen Besitz zu bringen, um ihn dann später Saturas und den Wassermagiern zu geben. Er nahm den Fokus und ging dann zu Lester, um mit diesem zu reden. Nun haben wir beide, was wir wollten. Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Wir sehen uns wieder. Lester sagte zu ihm, dass dieser hier bleibt, um die alten Bücher zu studieren. Und unser Held machte sich weiterhin auf den Weg, die Fokussteine zu finden. Er ging den Berg wieder hinunter zur Brücke und wollte dann bei der Brücke schauen, wo er denn als nächstes hin musste, um zu wissen, wo der nächste Fokus sich befindet. Und er guckte auf die Karte und der Strich zeigte direkt geradeaus dort in der Nähe des alten Lagers, aber etwas östlich davon. Deswegen ging unser Held auch wieder zurück, von wo er gekommen ist, also den kleinen schmalen Weg, wo auch das Rudel der Warane war, und konnte, glaube ich, von dort auch schon sehen, wohin er musste. Er ging einfach mal hier lang, es regnete in Strömen, er wurde klitschnass, fand das gar nicht toll, aber was soll's. Und er guckte über die Kolonie und durch den Regen war natürlich die Sicht etwas erschwert. Aber er vermutete einfach, wenn er hier weiter runter geht und einfach durch den Wald läuft, dass er schon etwas finden würde, wonach er sucht. Oder etwas Großes an Ruinen oder irgendwas, eine Grabstätte oder sowas, wo dieser Fokus sich befindet. Also ging er den Weg wieder hinunter zum Fluss, der auch zum Lager des Sumpfes führt. Und er lief auch am Wald vorbei, wo der Schattenläufer drin noch wartet auf ihn. Doch den wollte er noch in Ruhe sein Leben leben lassen, bevor der ausgelöscht wird. Er ging also den Weg entlang, durch den Wald, und guckte auch, ob hier irgendwas Neues wäre. Tiere, die erledigt werden müssen oder sonstiges. Und als er weiterging, sah er am Wegesrand einige Tiere, denen er noch nicht begegnet ist. Sie sahen aus wie Wölfe,
doch. Er ziehte seine Waffe und lockte, wollte sich erstmal einen anlocken. Damit er wusste, wie er gegen diese Tiere kämpfen kann. Sie kamen sehr langsam angelaufen. Falls sie angegriffen werden, dass ihr Rudel. Rudel und ja, sie hatten einen sehr, sehr starken Biss. Doch es waren Orkhunde, denen er begegnete. Und jetzt holte er sich einen nach den anderen. Denn der Orkhund hat ihm ordentlich zugesetzt mit seinem Biss. Ein Biss von ihm und er hatte ordentlich Schmerzen. Der zweite kam nicht so an ihn ran. Deswegen machte er sich jetzt einen nach dem anderen. Und einer griff sogar von hinten an und doch konnte sich unser Held gut verteidigen. Er häutete alle Tiere und schaute weiter, ob hier noch was an Tieren rumlungerte. Und tatsächlich, hier war noch ein Rudel Wölfe. Was natürlich kein Problem mehr für den Helden war. Und ein paar Scavenger waren noch da. Er guckte noch weiter, falls er doch noch was an Tieren entdeckte. Es konnte ja immer mal sein, dass hier irgendwas auf ihn warten würde. Doch dort unten war ein Schiff. Ein, ja, gestrandetes Schiff, können wir mal sagen. Es ist zerborsten, es ist auseinander, es ist in der Mitte geteilt. Und ich vermute mal, dort lebt keiner mehr. Und kaum war er wieder im Wald, waren hier auch wieder einige Wölfe, die sich um unseren Helden scheren, doch leider nicht lang genug leben. Er erledigte alle und guckte dann noch mehr Tiere auf ihn warteten. Er erledigte alles, was so vor ihm auftat. Er sah dort einen Turm. Und doch auf der anderen Seite war eher eine große Ruine. Er ging erstmal hinunter, sah die Blutfliegen. Er erledigte erstmal alle. Und nahm ihren Stachel und ihre Flügel mit. Und dann ging er auch schon in die Nähe der Ruine mit dem großen Tor. Er guckte einmal, und so wie es aussah, war hier noch einiges anderes. Wir gingen über die Brücke, sah die Warane, kümmerte sich aber erstmal um die Warane, schlug sie ein nach dem anderen, nahm ihre Krallen mit, oder, und ging dann hoch und sah Gorn, der auf ihn wartete. Hallo, Neuer. Wie du siehst, ist die Kolonie ein kleiner Ort. Man läuft sich hier ständig über den Weg. Was führt dich denn hierher?
Oh, ich versuche, einer alten Legende auf die Spur zu kommen. Eine Legende? Ja, Milton, mein Kumpel aus dem alten Lager, hat mir erzählt, dass hier einst Mönche lebten. Das war natürlich lange, bevor es die Barriere gab. Sie sollen einem Gott gehuldigt haben, der seinen Anhängern die Macht gab, sich in Tiere zu verwandeln. Bestimmt gibt es hier noch Schätze aus der alten Zeit. Was führt dich hierher? Ich suche einen magischen Fokus. Er muss irgendwo in dieser Gegend sein. Was du suchst, befindet sich vielleicht innerhalb der Klosterruinen, dort jenseits der Schlucht. Wir können unseren Weg gemeinsam fortsetzen. Gute Idee. Hier wimmelt es nur so von Snappern. Einzeln sind sie für einen geübten Kämpfer zwar kein Problem, aber sie jagen meistens in Rudeln. So ein Rudel kann auch den gewieftesten Schwertmeister in Fetzen reißen. Wir gehen also zusammen? Okay. Doch bevor wir über diesen Baumstamm balancieren, möchte ich die Schlucht darunter erforschen. Ich habe gerne einen freien Rücken. Komm mit. Ich habe einen Weg entdeckt, der uns dorthin führt. Nachdem er mit Gorn gesprochen hatte, sagte dieser, dass er gerne die Schlucht unten erkunden möchte, falls man darunter fällt, dass man nicht von einer Überraschung erzählen kann. Nicht, dass da unten Snapper sind, die einen ihm mal schnell zerfleischen und tatsächlich dort sind Snapper. Die Biester sind wirklich saut. Und sie sind verdammt biestig, die Viecher. Unser Held nimmt natürlich von jedem Tier die Trophäen mit, wie Krallen und Zähne. Und danach ging er mit Gorn weiter und dort warten tatsächlich noch mehr Snapper auf sie. Die aber sie eigentlich locker flockig töten sollten, aber irgendwie hat Gorn sie überhaupt nicht mitgekriegt, dass sie überhaupt Snapper vor uns waren. Danach gingen sie weiter. Das nenne ich Glück. Hier scheint eine Vorratshöhle gewesen zu sein. Übernimm du jetzt die Führung. Ich wollte nur sicherstellen, dass bei unserer Rückkehr hier keine Überraschung auf uns wartet. Genau, und deswegen nimmt unser Held auch alles mit, was er hier finden konnte. Und hier hat er einen Schlüssel, Verwandlungsschulen, Dietriche, noch ein Schwert und noch einiges an. Und einige andere Schriftrollen und Pfeile und Erz hat er natürlich gefunden. Nun ging er mit Gorn zurück, doch vorher wollte er sich etwas heilen, aß ein paar Nachtschattenkräuter und begab sich dann zurück zu dem Baumstamm, der da hier über dieser Schlucht sich befindet, um zur Klosterruine zu gelangen, um dann hoffentlich den dritten der vier Foki zu finden, die er jetzt suchte. Er ging also wieder zurück an der Brücke vorbei, guckte, ob Gorn noch da ist. Ja, Gorn ist noch da. Ging dann wieder natürlich hoch zu dem Baumstamm und immer darauf bedacht, dass Gorn auch ihm folgte. Und er merkte, es wurde dunkel. Er ging auf den Baumstamm und er merkte, dass die Snapper ein nach dem anderen weiter ankamen. Und sie sind wirklich saudumm. Haben es gerade. Ah, da ist noch einer. Und sie erledigten alle Snapper, die sich drüben befanden. Unser Held nahm alle ihre Zähne mit. Damit er wieder was zu verkaufen hatte. Hatte aber natürlich auch sehr viel Leben verloren, weil diese Tiere natürlich in Rudeln angriffen und deswegen guckt er sich jetzt nun auch um, falls hier noch mehr Snapper sein sollten.
Dort oben ist eine Art Plattform. Aber es scheint zu hoch zu sein, um zu klettern. Wir müssen einen anderen Weg finden. Und ja, dort oben ist eine Plattform. Und da es jetzt dunkel wird, machte unser Held eine Fackel an, um mehr zu sehen, was jetzt vor ihm liegt. Die letzten Sonnenstrahlen aus dem Westen führen noch ein bisschen uns den Weg, doch leider müssen wir schon die Fackel nehmen. Und Gorn möchte etwas. Dieses verfluchte Tor. Man erzählt sich, dass bisher kein Mensch in der Kolonie es öffnen konnte. Die kleinen Biester da drüben scheinen die einzigen zu sein, die es geschafft haben, in den Innenhof zu gelangen. Und diese kleinen Biester nehmen wir uns jetzt zum Vorbild. Sie werden zwar erstmal von uns erledigt und wir nehmen ihnen das Fleisch ab, was sie besitzen, doch wir können uns in eine Fleischschwanze verwandeln. Und damit können wir hier durchkrabbeln und uns wieder zurückverwandeln. Warum haben wir das jetzt an? Die Waffe. Ich kann doch mit keinen Zweiern umgehen. Und unser Held öffnete das Tor. Du hast es tatsächlich geschafft, das Tor zu öffnen. Das mit dem Zauber war wirklich clever. Los, weiter geht's. Nachdem unser Held das Tor geöffnet hatte mit Fugorn, guckten sie einmal hier durch und wurden wieder einmal von Snappern überrascht. Und sie kam natürlich auch schon wieder auf sie zu. Erstmal waren es nur zwei. Doch jetzt kam auch der Rest des Rudels. Die Biester sind wirklich saudumm. Und Gorn griff da schon völlig übereilt an. Und da wird auch schon der letzte angelockt. Der Held stürmt vor und Gorn erledigt den Rest. So. Und der Held nahm die Fackel und dann gingen sie gemeinsam Richtung Plattform, wo ja angeblich der Fokus sein soll. Doch, anscheinend ist er nicht da. Sieht aus wie ein Podest für irgendetwas. Vielleicht lag hier mal das Artefakt, das du suchst. Ja, vielleicht lag es hier mal. Und jetzt dürfen wir uns wieder die ganze Klosterruine angucken, um zu sehen, wo sich dieses Artefakt befindet. Ja, unser Held ging natürlich wieder vor in der Dunkelheit und ging hier einmal um die Ecke und sah, dass hier ein kleiner Weg lang geht. Doch in der Dunkelheit bewegte sich etwas und er wartete erstmal. Und kaum hat er gewartet, sah er schon die hässlichen Fratzen der Snapper, der sich vor ihm auftat. Und dann ging er mit Gorn etwas weiter, nahm den Trank mit, der sich auf und auf einmal waren da allerhand Snapper. Gorn ging direkt in den Kampf und der Held unterstützte ihn dabei natürlich. Sie erledigten zusammen alle Snapper und kamen
dabei gut aus dem Kampf heraus und gingen dann gemeinsam weiter in die Höhle hinein, auf der Hoffnung, dass nicht mehr irgendwas hier reinkommt. Und doch war es das, was er sah. Ein Schattenläufer. Und dieser bewegte sich direkt auf unseren Helden zu. Und Gorn und unser Held erschlugen es. Und unser Held häutete und nahm ihm die Krallen und Zähne ab. Und das Fleisch. Und hatte damit zum ersten Mal einen Schattenläufer besiegt. Aber mit Gorn. Und jetzt wollten sie weiter die Höhle erforschen. So, da sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Und aktiviert die Glocke. Dann könnt ihr nichts mehr verpassen, denn ihr werdet immer benachrichtigt, wann ein Video von mir online kommt. Und ja, empfehlt mich weiter, teilt das Video und bis dahin sage ich Tschüdele, haut rein, ich bin euer Herz und bis dann.